全部。Fuck. Scheiße. So, herzlich willkommen bei der möglichen Einkaufstour. Mein Kollege hat ein bisschen Aufstehprobleme. So, wir haben es endlich geschafft. Endlich können wir anfangen. Also heute auf dem Plan Fahrradtour zum Fuß des Mount Maya, fetter Berg. Da fahren wir hoch und für die erste Zeit haben wir hier immer schon ein bisschen was aufgebaut und los geht's. Kurzer Zwischensteck, wir haben eine Pause gleich ein paar Meter weiter vom Haus. Ein bisschen Equipment aufstocken, also hier haben wir diese Schnalle. Nice. Voll geil. Ich fange jetzt an, den Timelapse aufzunehmen. Also am Maya Cable Station angekommen, hier beim Bus. Die Anfahrt war, glaube ich, ziemlich cool, so vom Filmen her. Und jetzt fahren wir da hoch. Ich muss noch was hinzufügen zu japanischen Bergen. Also sie heißen ja alle Yama. Yama heißt Berg auf Japanisch. Deshalb heißen die Berge im Ausland immer so Maya Yama, zum Beispiel der hier. Die Japaner, für die Japaner sind Berge heilig, deshalb nennen die San. Also deshalb sagen die Japaner zu diesem Berg hier Maya San und nicht Maya Yama. Und die nächste Station, wohin müssen wir, da oben auf dem Berg. Ja, jetzt haben wir noch eine bessere Aussicht gefunden. Und zwar hier, man sieht quasi noch da. Deshalb ist es noch ein bisschen besser. Und ja, die Sonne ist richtig schön, ist richtig perfekter Tag. Und das ist hier die zweitschönste Aussicht in ganz Japan. Also es gibt einmal Hakodate in Hokkaido, da komme ich leider nicht in nächste Woche. Aber das ist die zweitschönste Aussicht in der Welt und die erstschönste in ganz Japan. Und da sieht man halt richtig krass und ich finde hier ist schon richtig cool. Weil wenn es dunkel wird, dann sieht es bestimmt richtig geil aus. Wow. Hey, da. Jetzt bei der 1 Million Dollar View, wie sie benannt wird hier. Ja, schaut euch einfach an, ist richtig geil. Ja, macht nicht so einen großen Unterschied wie das davor. Aber ja, hier sieht man Port Island noch ein bisschen besser. Hier ist Roko Island ganz klar, das Teil hier. Und da hinten ist Osaka. Wakayama, wo wir gestern waren, ist da hinten irgendwo. Hier auf dem Mount Maya neigt sich dem Ende zu. Und genau, wir haben noch was Cooles und zwar hier dieses Haus. Man sieht das vielleicht, wenn sich die Kamera ein bisschen besser hinstellt. Das sieht so verlassen und kaputt aus. Da werden wir versuchen hinzukommen. Von dieser Station aus, von dieser Seilbahnstation, hier sieht man die genau. Da müssen wir jetzt hin, weil in ein paar Minuten fährt die Seilbahn, die nur alle 20 Minuten fährt. Der Trip war bisher noch harmlos und jetzt haben wir ein paar verrückte Sachen gemacht. Und wie gesagt, wir wollen hier zu diesem Haus. Das schaffen wir jetzt auch. Wir haben diesen schönen Weg gefunden, der sehr angenehm ist. Wir sind zwar durch die Pampa gegangen, was wir eigentlich nicht hätten machen müssen. Es gäbe so einen besseren Weg gewesen, aber dann im Rückweg. Und hier sind wir schon, bei diesem verlassenen Haus. Sieht irgendwie geil aus. Nice. Also gerade ist die Alarmanlage losgegangen, wo sie mir ein bisschen zu nahe gekommen ist. Ja, wir versuchen es einfach nochmal. Ich hätte nicht gedacht, es kommt sofort jemand. Lage wieder aus Japan ausreisen. Genau. Ich will hier mein Einjahresvisum.
Aber sieht schon cool aus, dieses Haus. Also jetzt, eine der Bremsen ist am Arsch. Ja, die gehen gut, die Bremsen. Ich glaube, wir machen hier ein Orchester auf bald. Ja. Braucht noch jemand Drittes. Genau. Also bei mir quietschen die auch. Für die hohen Töne zuständig. Warum müssen wir weg? Trompetenartige Töne zuständig. Genau. Also ich muss eigentlich mit der anderen Hand bremsen, weil die hier geht irgendwie gar nicht, macht auch kein Geräusch. Die geht, macht richtiges Quietschgeräusch. Ja, auf jeden Fall machen wir hier, ziehen wir hier im Orchester durch die Stadt. Ja, bis gleich. Mein letztes Mal, also hier, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Jetzt schaut es auch bei dir wieder ordentlicher aus, gell? Jetzt ist mir ein bisschen Platz, nicht alles vollgestellt. Auf jeden Fall verabschiede ich mich jetzt von dem Zimmer. Ich glaube, ich werde hier wahrscheinlich nie wieder herkommen. Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ja, und ich muss mich auch von Kobe verabschieden. Kobe war cool, das Zimmer war cool, das Haus war cool. Gestern habe ich die Fahrt gecheckt. Ja. Gut, dann. Sieht aus. Tür zu. Tür anziehen. Ich stehe meinen Koffer schon. Ich habe ein bisschen bedenkt, dass er wieder schwer ist. Also, ich bin nicht viel eingekauft. Aber er war auch schwer hinzurissen. Sonst packe ich noch ein bisschen was um. Das ist die Ehre, die Tür zuzumachen. Soll ich die Tür zusperren heute? Zu sperren? Da kommt niemand mehr rein. Also zusperren tun wir unsere Tür nicht. Unser Haus ist ein Open House. Da ist jeder willkommen. Wir haben keine Tür versperrt. Wenn ihr ein Haus sucht, wo ihr ein bisschen pennen könnt oder einfach so reingehen könnt, hier könnt ihr reingehen. Genau hier. Ihr seid willkommen. Immer 100 Yen-Stücke. Die haben jetzt alle genau, 600 Yen kostet das hier für drei Tage. Drei Tage kann man reinschließen. Das ist ganz cool, hat einen Schlüssel. Und dann kann ich jetzt ohne Koffer, ohne Lasten hier weggehen. Und den morgen dann holen. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass man sich das Schließfach erst nach diesem Kranken holt. Das braucht man ein Ticket. Jetzt muss ich auch nochmal aufpassen, dass ich hier richtig mache. Japanische Experte, wo ist das auf bis zu? So. Passt, sehr gut. Das ist der Schlüssel. Ja, es wird hier ein bisschen schwierig. Wir videotapen das hier mal, dass wir es nicht vergessen. Mach mal einen Videobereich bei uns zur Not. Genau. Das Video wieder an. Also wir sind hier in Namba, herzlich willkommen. Ich der Zukunft. Ich der Zukunft sehe natürlich, dass ihr alles nicht mehr finden werdet. Also hier sind die Fische. Ich glaube, das ist ein gutes Merkmal, weil da geht man von da dann so her und... Also ich glaube, ich kann mir merken, wo es ist. Ja. Genug vom Videobeweis für das zukünftige Wir. Jetzt gehen wir nach Namba, also halt in nach der Tombudi in diese Stadt, wo halt los ist. Und feiern ein bisschen. Bye bye.